zweite Tag des zentralen Trainings brachte Nebel und Regen. Die Tourenwagenfahrer, gewohnt an widrige Witterungsbedingungen durch die großen Rallye-Tests, denen sie sich das ganze Jahr über unterziehen, fühlten sich in ihrem Element. Zweimal eine halbe Stunde wurde trainiert. Es ging hierbei nicht darum, am Schluss vorn zu sein. Jeder nutzte die Gelegenheit nach eigenem Ermessen und nach eigener Notwendigkeit. Eine Leistungskontrolle für die Stunden, da ernst gemacht wird. RS-1000 auf die Rennstrecke gingen, warteten die einsitzigen Rennwagen auf ihren Start. Neben der Formel 3 entdeckten wir erstmals Wagen der Gruppe C9. Wir baten Heinz Melkus um Auskunft. Nun, welche sind die Unterschiede im Einzelnen? Wie viel PS Leistung hat der Wagen dieser Gruppe 9? 10 hat. Der hat maximal 60 PS und das ist der grundlegende Unterschied. Bei der Formel 3 war dem Konstrukteur bzw. dem Fahrer freie Hand gelassen. Er konnte mit dem Motor machen, was er wollte und man kam mit dem Wartburgmotor bis auf 90 PS. Das führte zu verschiedenen Gefahrensituationen und so weiter und so hat man sich jetzt entschlossen, maximal 60 PS. Für alle Wagen, die in dieser Gruppe fahren. Und die Reifen, ich meine, das sieht man natürlich, wenn man drauf schaut, hier diese breiten Racing-Reifen und dort diese doch weitaus schmaleren Radialreifen, nicht? Das ist dann wohl der weitere Unterschied. Ja, die Rennreifen, diese ausgesprochenen Rennreifen, sind ja sehr teuer in der Beschaffung und wir fahren jetzt ganz einfach Serienreifen. Nicht nur, weil sie teuer in der Beschaffung ist, sondern weil wir dadurch endlich wieder einmal einen etwas näheren Kontakt vom Rennwagen zum Serienfahrzeug herstellen. Wie beurteilen Sie die Einführung dieser, also dieser nationalen Variante hier in der Gruppe C9? Es ist schon mehr als eine nationale Variante. Man hat sich mit allen Verbänden der sozialistischen Länder zusammengetan und hat sich dort geeinigt. Und deswegen ist man zu diesen 60 PS gekommen. Die sowjetischen Sportfreunde fahren also mit dem Schigoli, die JSSR-Sportfreunde fahren mit dem Skoda, alles mit dem Motor, der gerade so an der 60 PS-Grenze liegt. Es darf dort nichts gemacht werden und die Motorenleistungen sind also alle gleich. Jeder hat gleichsam die gleichen Chancen? Und annähernd gleich werden die Fahrzeuge sein und es kommt doch wieder auf das Fahren an. Eine Neuerung, die viel verspricht und nur im Interesse all derer sein kann, denen an einer Multiplikation der ohnehin dem Rennsport gegebenen Gefahren nichts und an den schönen Seiten dieser Rennsportart eben dem Fahren alles gelegen ist. Hoffen wir auf eine gute Saison mit vielen Höhepunkten. Der motorsportbegeisterten Jugend sei ans Herz gelegt, sucht und geht den Weg zum ADMV, werdet Mitglied und werdet aktiv. Vermeidet undiszipliniertes Rasen, lernt kontrolliert fahren. Ein Großer wird man nur durch Fleiß.